Das jetzt läuft. Das läuft jetzt? Warte. So, okay. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir sitzen jetzt hier entspannt im Auto und wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über ein Thema, was mich seit längerer Zeit schon immer mal wieder beschäftigt und aufploppt auch, wenn ich vor allen Dingen mit Frauen zusammensitze, wir uns austauschen und mein Mann fragte mich eben, und wie war dein Tag? Und ich hatte einen sehr, sehr schönen Tag bisher, hatte allerdings auch ein Gespräch, was mich wirklich jetzt veranlasst, mal etwas zu thematisieren. Und zwar das Thema, wenn Frauen zu mir sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich finde das total toll, das passt auch zu mir. Und die würden gerne durchstarten, wenn da nicht der liebe Mann wäre. Und ich frage mich dann einfach, was ist das eigentliche Problem? Und das habe ich jetzt gerade mit meinem Mann auch in den Raum geworfen, das Thema. Und wolltest spontan ein Video machen. Ja, genau, weil mich das wirklich beschäftigt, dass es anscheinend ein Problem ist, dass Männer ihre Frauen nicht erfolgreich sehen wollen. Also ich möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gibt halt oft ja das Thema, wo halt Frauen ihr eigenes Geld gerne verdienen möchten oder ihre eigene finanziellen Möglichkeiten einfach erweitern möchten. Und der Mann hat da einfach ein Problem mit. Der möchte das nicht. Und ich frage mich dann halt auch immer, ja, woran, hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Es ist natürlich schwierig, jetzt von mir auszugehen, weil ich stand und stehe immer hinter dir. Bei uns war das nie ein Thema gewesen und ich habe immer gedacht, ja, das ist so der Normalfall, aber anscheinend sind wir die Ausnahme, zumindest oder einer der wenigen. Es gibt natürlich viele Männer, die auch ihre Frauen unterstützen, aber auch sehr viele, die einfach da, ob das ein Ego-Problem ist, ich habe keine Ahnung. Ich denke, das hängt damit auf jeden Fall zusammen. Also seit über 3 Jahren bringst du diese Stories mit nach Hause und teilweise erlebe ich sie auch selber. Immer wieder erzählst du mir von Frauen, die in denen es brodelt, die gerne möchten, die dich auch lange Zeit schon beobachten, auch und haben selber auch das Bedürfnis, sich etwas aufzubauen. Ne? Es geht auch gar nicht darum, jetzt erstmal um die Menge des Geldes, die man verdient, sondern einfach die Gewissheit zu haben, das ist meins, das habe ich mir selber aufgebaut. Gerade auch Mütter, wo vielleicht auch die Kinder so aus dem Gröbsten sind oder so, wollen sich einfach selber nochmal etwas aufbauen, waren vielleicht einige Jahre auch nicht mehr in ihrem Beruf und haben auch das Bedürfnis, einfach mal etwas anderes anzugehen. Und okay, nun vertrittst du ja auch Network Marketing und das ist ein hochspannendes Thema für Frauen. Ja, es ist wahrscheinlich immer noch nicht so in den Köpfen angekommen bei vielen, welche Möglichkeiten ein in der heutigen Zeit Network Marketing bieten kann. Und gerade wir Frauen sind nun mal diejenigen, die trotz, dass sie vielleicht Vollzeit arbeiten, später auf eine Rente auf Hartz-IV-Niveau sind. Und dann übernehmen wir irgendwann auch die Kindererziehung, schmeißen den Haushalt. Vielen reicht es auch. Die sind völlig safe mit dem und fühlen sich auch wohl in dieser Mutterrolle. Das fühle ich auch. Ich muss mal aufpassen, was ich sage. Ich fühle mich hier auch wohl in meiner Mutterrolle. Aber ich definiere mich nicht nur ausschließlich als Mutter, denn ich brauche auch meine Selbstverwirklichung. Ich möchte auch das machen, was mir Freude und Spaß macht, so als Ausgleich zu dem Mama-Sein. Und es ist halt auch einfach so Fakt, dass Frauen mit Kindern deutlich weniger verdienen als kinderlose Frauen. Was eigentlich sehr traurig ist. Was auch traurig ist. Und die Tatsache, dass wir Malochen die Kindererziehung meistens alleine machen, den Haushalt schmeißen, Schulaufgaben, was da alles dazugehört. Und ja, Thema Job auch. Ne? Immer mehr brauchen ja auch ein zweites Standbein, ein zweites zusätzliches Einkommen, um halt auch überhaupt als Familie über die Runden zu kommen. Und dann verstehe ich einfach nicht, dass es Männer gibt, die damit ein Problem haben, dass die Frauen etwas sich zusätzlich verdienen. Meinst du, es liegt daran, dass dann vielleicht nicht mehr pünktlich das Essen auf dem Tisch steht? Das sollte im Jahr 2020 nicht der Grund sein, dass da pünktlich das Essen auf dem Tisch steht. Also ist jetzt nur eine Vermutung, ja, keine Ahnung. Ich mache mir auch gerne mal selber was zu essen. Also ich sag mal so, ein kleiner Appell von mir an Männer. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn die Frau mit etwas erfolgreich ist, ist happy, ist zufrieden, weil eine
eine happy Frau und eine zufriedene Frau ist auch eigentlich grundsätzlich für die Beziehung sehr gesund. Absolut. Und ja, auch als Mutter bin ich ja total genau ausgeglichen. Ich genau meine, wir haben ja als Familie auch was davon. Ja, ich kann auch nur sagen, die letzten Monate, ich spreche jetzt mal wirklich bewusst das Wort Corona aus, die letzten Monate haben uns ja nun wirklich gezeigt, was in vielen Branchen, in vielen Familien passieren kann durch diese Situation, durch eine Weltkrise. Und ich persönlich bin sehr, sehr dankbar, dass du dich für Empfehlungsmarketing entschieden hast und ich dass auch du dich für Jucham ich entschieden auch hast. Denn das Thema hat uns weiter ruhig schlafen lassen. Und ja, das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, wo ich sehr dankbar bin. Deswegen, ich stehe auch dahinter. Okay, ich bin jetzt auch jemand, der mag auch taffe Frauen. Also meine Frau ist ja auch taff und selbstbewusst und hat sich wunderbar entwickelt. Und wenn es jetzt wirklich Männer da draußen gibt, die das nicht möchten, jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster raus, dann ist die Frage, ob die Mischung zwischen Mann und Frau in dem Fall vielleicht die falsche ist. Ja, Thema, wir geben jetzt auch kein Beziehungsfall. Nein, Gottes Willen. Das würde jetzt zu weit führen. Das muss jeder selbst für sich entscheiden, aber einfach mal zu hinterfragen. Und ich persönlich appelliere immer einfach mal, wenn der Partner seine Partnerin nicht unterstützen möchte, was auch in Ordnung ist. Alles ist legitim, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob es sich gut anfühlt. Aber dann soll er doch bitteschön seine Frau einfach machen lassen, wenn sie damit glücklich ist und happy ist. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch nichts dabei. Wir empfehlen Sachen, die wir selber ausprobiert haben. Und für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Ich sehe mich wirklich als Problemlöser, egal ob es jetzt um die Produkte geht oder auch um eine finanzielle Möglichkeit, um im Alltag, im Leben sich etwas mehr aufzubauen. Denn wir haben alle das Recht, das Recht auf Erfolg, auf Wohlstand, auf Wachstum und jeder so, wie er mag. Also vielleicht eins noch zum Schluss von mir. Wenn deine Frau das Vierfache, Sechsfache oder Zehnfache von dir verdient, mach doch ein Fass auf. Dann nimmst du einfach mal deine Frau abends in den Arm, machst eine Flasche Wein auf und dann stößt man darauf an. Das ist die perfekte Reaktion auf die Situation, wenn deine Frau das Vielfache von dir verdient. Unterstütze sie, wo es nur geht. Helf ihr weiter zu wachsen, sich zu entwickeln. Denn am Ende des Tages zählt das Einkommen. Denn mit dem Einkommen kommt die Zufriedenheit. Und in der heutigen Zeit, gerade in den letzten Monaten halt, ist das ein Riesenthema in Familien gewesen. Geld und deswegen ist immer ein großes ist das Thema. Ja. Mein Weiß. Appell an Männer. Punkt. Dankeschön. Ja, gerne doch. Ja, wer einfach mehr darüber wissen möchte oder einfach mal so ein persönliches Gespräch mit mir führen möchte, der darf mich natürlich jederzeit kontaktieren. Dieses Video, jetzt geht's schon 8 Minuten. Wir beenden das jetzt hier. Ich wollte es einfach mal thematisieren. Vielleicht siehst du das ja genauso oder vielleicht wird das jetzt mal Thema bei euch zu Hause. Und ja, ich freue mich über Feedbacks. Ich bin auch für die Männer da. Ja, also ich habe in den letzten 3 Jahren auch viel mit Männern gesprochen, die das wirklich interessiert hat. Was macht deine Frau? Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Stehst du dahinter? Warum stehst du dahinter? Wenn ein Mann ein Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Alles klar. Danke dir für dein spontanes Statement hier. Es war ja auch ein spontanes Video von Absolut. Dir. Absolut. Dann meldet euch einfach und wir wünschen euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf deiner persönlichen Reise. Tschüss. Ciao.